meine Freunde, und herzlich willkommen zu der 21. Folge Ravenport im Landwirtschaftssimulator 19. Ja, wir stehen hier, wo wir gestern aufgehört haben, am Shop mit dem neuen Ballenwagen und kaufen jetzt ein paar Düngerpaletten. Ich kaufe 2, 4, 6 Stück. Die sind auch schon wieder fast leer. Ich versuche jetzt erstmal die 6 Stück drauf zu bekommen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Gut, die stehen da. Das ist perfekt. Und dann versuchen wir die mal aufzuladen. Ist auch, glaube ich, gerade tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt Paletten fahre. Einmal will ich eben... hebt da leider zu doll an. Ja, schön, jetzt könnte ich natürlich die Mod wieder gebrauchen, dass er den Winkel und so weiter anzeigt. Da hatte ich mich zuletzt im LS17 sehr dran gewöhnt. Das war äußerst hilfreich. So, jetzt ab in die Außenperspektive. Okay, der klappte schon mal ganz gut. Das müsste jetzt auch so hinhauen. Ein bisschen höher heben, dann können wir da gleich anpeilen. Schön mittig. Das sieht auch gut aus. Und nicht einsteigen, aussteigen. Gleich mal einen Spanngurt drüber werfen. Wenn ich jetzt wüsste, welche Taste... Ah ja, gut. Sollte ich auch nochmal umlegen, weil das ist ein bisschen ungünstig. Sollte ich mir nochmal auf der Tastatur gucken, welche Taste das da ist. So, auf geht's. Die nächsten zwei. Und ich glaube, dass wir die dritte Reihe da schon gar nicht mehr da hinten drauf bekommen, dann müssen die wahrscheinlich schon oben drauf. Das hat die eigentlich mit der 7. und 8. Palette dann vor. Und aus genau dem Grund habe ich erstmal nur 6 gekauft, weil ich wusste nicht, wie kriegen wir es hin. Wie viel passen drauf? So. Aber auch die ist ganz schön verrutscht, die da vorne. Ja, komplett bescheuert. Ah. Ja. Würde definitiv auch anständiger gehen. Aber war schon immer Gefrickel mit den Paletten.
Das ist auch gar nicht vom Gas her so fein justierbar. Also das war, ging, glaube ich, mit dem LS-Lenkrad ein bisschen feiner, weil das nicht so eine starke Feder hatte. Der Anhänger bewegt sich weg. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, bitte, ey, das müssen die fixen. Komplett verschoben, der ganze Anhänger. Es kann doch nicht sein, dass die andauernd wegrollen und sich ein bisschen verschieben. So. Den überhaupt nicht schön, aber was bleibt uns jetzt anderes übrig, als das so hinzunehmen? Ja, da passen natürlich jetzt keine mehr hinten vernünftig drauf. Oder? Doch, die passen da jetzt auch noch hin. Muss gehen. Das muss gehen. Was war das jetzt? Er hat sich fast um 90 Grad gedreht, der Anhänger. Ja, roll ruhig weiter weg. Ist gar kein Problem. Dann belassen wir es auch bei den 6 Paletten. Und wir gucken mal, wie oft ich das mitmache, wie oft ich da Bock drauf habe. Das nervt mich jetzt schon. Wenn der Anhänger wenigstens vernünftig stehen bleiben würde, wäre das schon mal eine ganze Ecke angenehmer. Vollbremsung, da ist die Palette ganz schön schwer. Da fängt der Traktor an zu schaukeln. Es war so klar. Natürlich macht die letzte Palette Ärger. Selbstverständlich. Warum sollte sie auch anders? Und die schmeißen wir jetzt auch gleich runter. Egal, was ich versuche. Komm, dann fliegen sie jetzt beide runter. Ist mir jetzt egal. Wir werden es jetzt anders versuchen. Ich gehe jetzt doch tatsächlich den Weg. Ich schub's jetzt alle runter. Palettenschau fahren ist nämlich doch blöd. So, jetzt erklär mir mal einer, warum das passiert ist. Wenn ich versuche, die Paletten da runter zu schubsen, wieso kippt denn dann der ganze Anhänger um? So, das hätten wir.
Wo ist die Werkstatt? Da vorne. Dann machen wir den doch zu einem, ja, Kipper. Und schau mal, wie das so geht. Konfigurieren. Kostet nur 4000 Aufpreis. Okay, dann ist ja gut. Dann können wir es jetzt auf jeden Fall eben einmal ausprobieren, ob die sich da jetzt einfach so einfüllen lassen oder ob das nicht geht. Dafür machen wir das Hilfefenster wieder an. Ja, da stand schon Kipper auffüllen. Ja, geht so, war nicht so gewollt. Aber wenn die mich jetzt schon beim ersten Mal schon gleich so ärgern, die blöden Paletten und der Anhänger, dann machen wir es doch tatsächlich so. Dann würde ich sagen, verkaufe ich die Palettengabel meinetwegen auch direkt wieder. Da wir sie ja erstmal eine ganze Weile nicht brauchen. Egal, ich nehme sie mit. Wir werden sie hinterher ja für die Wollpaletten irgendwann mal brauchen und dann haben wir sie schon mal liegen. Dann kaufen wir jetzt noch 6 Paletten, dann ist der Anhänger wenigstens voll. Und dann lohnt sich das Kalkfahren auch. Mit ordentlich Anhängerladevolumen. So, davon nochmal 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Mit 12.000 Liter, 4.000 gehen glaube ich in den Düngestreuer rein, das sind dann 3 Ladungen. Damit sollten wir auch mal eine Weile wieder hinkommen. Sehr schön. Okay, auf geht's noch zum Hof. Dann kippen wir das da rein, holen wir vielleicht nochmal. Oh, das war auf jeden Fall auch schon teuer. Die ganze Nummer jetzt. Jetzt haben wir nur noch 197.000. Wenn wir jetzt auch noch Saatgut und Kalk holen, ist unser Portemonnaie schon richtig gut geschrumpft. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch wieder ausgeglichen bekommen mit unserer ersten Ernte. Zumal der Vorrat jetzt auch eine Weile hält. Dafür müssen wir so schnell nichts mehr ausgeben. Ja, gut, während ich hier hoch eier, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich schon mal. Folge für heute ist dann somit vorbei. Lief jetzt nicht ganz so wie geplant, oder wie es angedacht war, aber dann machen wir es so. Ich möchte mich nicht rumärgern mit irgendwelchen Sachen hier, wenn der Anhänger der Meinung ist, da rumzubacken und die Paletten, ja, Palettenfahren war noch niemals, davon mal abgesehen. Aber dann machen wir es jetzt halt einfach so. Oh. Jetzt kribbelt die Nase. Okay, Freunde. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Dass ihr zugeschaut habt. Und dass ihr in den Kommentaren... Was? Oh, das hatten wir schon mal, das Problem. Ey, das ist jetzt... Das Problem hatte ich schon mal. Gott sei Dank habe ich den Frontlader dran. Okay.
weniger Problem gewesen, als ich es gerade schon ja befürchtet habe. Konntet ihr eben noch miterleben. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so fleißig in den Kommentaren wart. Wenn ihr mich unterstützen wollt, weil ihr meine Videos, meinen Kanal geil findet, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Und erzählt doch vielleicht anderen von meinem Kanal, dass sie auch an meinen Videos teilhaben können. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.